Hallo und willkommen zu dieser kurzen Sequenz, die du gut in den Alltag mit einbauen kannst. Nur ein paar Minuten für ein kleines bisschen Mobilisieren von Rücken, Schultern, Nacken. Gerade wenn du eine sitzende Tätigkeit hast oder viel stehst, ist auch fast dieselbe Arbeit für den Rücken. Kleine Mobilisierung und wir starten einfach nur erstmal in Stehen, dass deine Füße erstmal bequem zum Stehen kommen. Schau, dass du vielleicht ein bisschen Platz hast nach rechts und links, wenn es geht. Und du darfst jetzt mal anfangen, ganz locker mit deinen Armen zu schwingen, von Seite zu Seite. Hände können weiter leicht über den Körper nach oben wandern, Beine können leicht beugen, strecken. Und einfach nur einen kleinen Klopf auf Rücken und Hintern. Nachdem wandern mit den Händen wieder weiter nach unten. Und von hier aus mehr und mehr Richtung Stillstand kommen. Richtung Stillstand angekommen, denk dir oder stelle vor, dass deine Füße auf einem Trampolin stehen und die Federn ganz leicht und mit der Einatemzug ohne richtig viel Kraftmoment, nur ein bisschen Schwung oder Momentum. Lass die Arme nach oben gleiten, leite Hocke, lass die Arme tief, wieder hoch, wieder nach unten. Und wenn du merkst, die Einladung ist da, noch mehr Richtung Boden zu gehen, wenn der Rücken es erlaubt und der Raum das erlaubt, dann geh komplett nach unten mit, wieder nach oben hoch. Und wenn du merkst, zu viel für alles, dann nimm die Übung einfach mehr zurück, mehr nach oben. Kleine Bewegung, vorne, zurück. Und hier darfst du langsam wieder zum Stillstand kommen. Kurz in der Mitte wieder angekommen. Gib einatmend die Arme vor deinem Brust und lass die Arme sich öffnen in die Weite, fast wie ein leichtes V. Lass die Arme sich um dich rüberschlagen. Rechter Arm unten, linker Arm oben. Hände kommen zueinander und kommen in eine kleine Schaukelbewegung von rechts nach links. Über diese leichte Schaukelbewegung lass die Arme sich wieder öffnen, fast als ob du irgendwas auseinanderziehen möchtest. Und jetzt Arme andersherum, linke Arme unten, rechte Arm oben. Schultern können hier sinken, du legst wirklich deine Schulter in deine Hände hinein. Und auch hier eine kleine Schaukelbewegung von rechts nach links. Aus diese kleine Schaukelbewegung, gib die Arme in die Länge, nach oben hoch. Arme gehen weit über die Seite und wie ein Lassobogen geht jetzt deinen rechten Arm über Kopf, deinen linken Arm hinter den Rücken. Das heißt, ich mache heute genau dieselbe Bewegung wie du, das ich spiegel gar nicht, sondern der rechte Arm geht über vorne, linken Arm geht über Kopf, der rechte Arm hinter den Rücken. Linker Arm geht über Kopf, geht zum Rücken, der rechte Arm geht nach oben. Wie ein Lassobogen. Noch einmal. So, als wenn die linke Hand jetzt oben am Kopf war, lässt du die Bewegung ausklingen, die Arme wieder etwas hin und her schaukeln. Arme nun etwas bewegt. Komm mit den Händen wieder nach vorne, nach oben. Arme können weiter öffnen wie ein V. Hände gehen zu deiner Schulter. Zieh die Schultern einmal weit nach oben hoch. Und dann lass die Schultern schmilzen nach unten. Ein Ellenbogen geht nach vorne vor, der andere geht nach hinten. Und dann kommst du in eine kleine Rückwärts-Schwimmbewegung. So ein Ellenbogen geht nach vorne, während der andere nach hinten geht. Und der Ellenbogen kann fast vor deiner Nase vorbeigehen, als ob du an deine Nase und Stirn abstupsen möchtest und dann in die Öffnung. Der andere geht auch an der Nase vorbei, an Stirn vorbei. Ende einmal die Richtung, das heißt Vorwärtsbewegung. Wir stehen über Nase, eine geht vor und die andere geht nach hinten. Kleine schwimmende Bewegung, vorwärts, über Stehen, über Nase vorbei. Und dann geht es nochmal rückwärts, sodass wir mehr in die Öffnung, in die Weite kommen. Und dann wollen jetzt beide zueinander
Beugt die Beine leicht, runde Rücken leicht. Dann Ellenbogen näher zueinander, so weit wie es geht. Irgendwann gehen die Ellenbogen auseinander. Arme gehen eng an den Körper, Ellenbogen gehen weit nach hinten raus. Leichtes Einrollen über den Rücken, beugt die Beine. Ellenbogen zueinander, über Gesicht, über Stirn. Arme öffnen sich, gehen weiter. Und lass deinen Rippenbogen, also diesen unteren Bereich, weiter nach unten Richtung Boden denken, sodass die Rippen weniger wie große Fensterläden sich öffnen. Wenn die Arme diesmal nach unten gehen, lass die Arme zur Seite sinken und für einen kurzen Moment wieder die Augen schließen. Augen geschlossen, kurz hier stehen, hineinspüren. Und deswegen nur einen kurzen Moment, lass die Augen sich wieder aufblinzeln. Und ich drehe mich nur zur Seite. Bleibst weiter im Stehen und über einen Einatemzug können die Arme über vorne, über oben hochgehen. Arme gehen über die Seite und schick die Hände Richtung Daumen, dass du deine Leiste nach hinten schickst. Dein Gesäß kann weiter nach hinten wandern. Hände können auf die Oberschenkel und du kannst erst ein leichtes Beugen strecken. Gesäß nach rechts und links schicken. Und dann sitzen die Hände noch fester auf die Beine und lass dein Steißbein, also das Endstück vom Rücken, sich einrollen und der Rücken macht einen Katzenbuckel. Hände schieben etwas mehr in den Beinen für möglichst viel Rundung. Die Hände ziehen Richtung Leiste, Richtung Bauch, ohne dass die Hände sich bewegen. Brustraum denkt nach vorne. Rücken geht in einen hohlen Rücken hinein. Brustraum schaut nach vorne. Ellenbogen denke mehr nach hinten. Hände schieben Richtung Knie, ohne sich zu bewegen auf die Beine. Und Steißbein rollt sich ein. Der Rücken wird rund. Noch einmal hier Brustbereich nach vorne, in den hohlen Rücken. Und wieder in die Rundung. Und wenn du dich diesmal in die Länge befindest, lass die Arme über die Seite gehen, sodass du die Hände gut hier nach rechts und links sehen kannst. Wenn du merkst, dass hier schon zu viel für die Arme, setz die Hände zurück an die Hüfte. Wenn die Beine sich einmal strecken möchte, dann streck sie. Und sonst jetzt einmal Arme hier zur Seite, rechte Ferse geht hoch und dann geht die rechte Ferse runter und die linke kommt hoch und die Hände gehen nach unten. Arme öffnen über die Seite, rechte Ferse kommt hoch, Hände gehen tief, linke Ferse geht hoch. Arme öffnen, rechte Ferse geht hoch. Und völlig egal, welche Ferse hoch und tief geht, wenn die Arme sich öffnen, kannst du immer wechseln. Ich bleibe jetzt nur einmal kurz mit der linken Ferse oben, während die Arme sich öffnen. Jetzt geht die linke Ferse runter, während die rechte Ferse hoch geht. Und die Arme schließen. Arme zur Seite, linke Ferse hoch. Und weiter. Einfach nur Fersen im Wechsel. Heben und senken. Und vielleicht ist die Beinrückseite wahrzunehmen und eventuell auch etwas Rückenmuskulatur. Und wenn du diesmal die Fersen einatmen, anderen absetzt, Hände zu Oberschenkel, Steiß einrollen, Rücken rund, roll dich hoch. Hände gehen mit über die Vorderseite des Körpers, Arme gehen weit über die Seite hoch. Und lass die Augen sich wieder für einen kurzen Moment schließen, zum Stehen kommen. Dein Blick kann wieder klar werden. Und steig mit deinem rechten Fuß etwas weiter nach vorne. Deinen linken Fuß etwas weiter nach hinten. Es ist kein Riesenabstand, aber schon ein bisschen mehr. Erstmal nur, dass die hintere Ferse fest in den Boden. Das vordere Bein beugst nur so weit, wie die hintere Ferse auf dem Boden bleiben kann. Knie, Ferse ungefähr auf eine Linie, Becken bleibt. Und einatmen, führ die Hände nach vorne und es geht mir jetzt um die Rotation. Und der rechte Ellenbogen, fast wie Pfeil und Bogen, zieht der Ellenbogen sich nach hinten und du schaust den Ellenbogen hinterher. Du öffnest den Brustraum, schiebst wieder nach vorne vor.
Ellenbogen geht nach hinten. Und wenn du diesmal die Hände nach vorne führst, komm mit beiden Armen leicht hoch. Führ die Hände wieder nach vorne, streck wieder beide Beine kurz. Beug die Beine wieder, oder das vordere Bein, Entschuldigung, und in den Pfeil und Bogen hinein. Hand geht nach vorne. Hände gehen gemeinsam zur Decke nach oben hoch. Und denk dran, Decke ist nicht immer machbar für einige Schultern, ist völlig in Ordnung. Hände sinken tief, beide Beine werden lang. Hände gehen weiter nach vorne, vorderes Bein beugt sich. Ellenbogen geht nach hinten. Du rotierst mit. Hand geht nach vorne. Arme gehen in Richtung Decke hoch. Und dann gehen die Hände nach vorne, beide Beine lang. Lass die Füße wieder zusammenwandern. Und steig mit dem linken Fuß nach vorne. Rechten Fuß Richtung hinten. Stabil in den Füßen. Teste wirklich, wie sie stehen, dass sie gut stehen. Dass das vordere Bein sich gut beugen kann, das Knie. Und die Ferse sind ungefähr im Lot. Um erstmal zu spüren, wo ist die Hüfte. Hände kommen nach vorne vor. Schulterpartie gleitet über den Rücken runter. Dein Pfeil und Bogen beugt das vordere Bein, Ellenbogen geht nach hinten. Und da du die Abfolge schon kannst oder kennst, kommen die Hände nach vorne. Arme gehen weiter nach oben hoch. Arme sinken nach unten, vorderes Bein streckt sich mehr. Hände gehen weiter nach vorne, vorderes Bein beugt. Du sitzt richtig schön mittig. Linke Ellenbogen geht nach hinten, hintere Ferse ist ein Anker. Hand geht nach vorne vor. Arme gehen zur Decke nach oben. Beide Beine werden lang. Nach vorne vor. Ellenbogen nach hinten, in die Rotation. Hände gehen nach vorne vor, Richtung Himmel hoch. Folgt mit deinem Brustbein Richtung Decke. Arme kommen vor, Bein wird lang. Dass die Arme sinken. Und dann feder ein bisschen stark die Füße zurück. Hier angekommen, schau, ob du entweder eine Wand hast oder einen Bürostuhl oder Tischplatte oder was anderes. Mein Stuhl ist ein bisschen niedriger. Aber die Hände kommen auf Tischplatte, Stuhl, Fenster, Bänke sind wunderbar. Und dann wandle jetzt mit deinem Gesäß Richtung hinten. So, wir können hier wie ein Kuh durchhängen, können aber auch etwas Stabilität in den Bauch finden, um hier eine schöne Länge in den Rücken zu finden. Hände können entweder mit kleinen Fingerseite mehr auf der Ablage ablegen, wenn du eine Tischplatte hast. Das ist netter für die Schultern eventuell. Wenn die Schultern pieksen, ist deine Brust zu tief, dann möchte deine Brust weiter nach oben. Und je nachdem, wie du die Hände platziert hast, schau, dass du die Länge trotzdem finden kannst über den Rücken und lass die Beine jetzt beugen und strecken. Nacken schön lang. Du kannst auch den Rücken ganz leicht kreisen lassen, sodass eine schöne Bewegung über den Rücken entstehen kann. Und so langsam beugt die Beine, lass die Hände sinken zum Boden, sitz in eine schöne Hocke. Und dann aus dieser Hocke roll dich nach oben hoch, wenn der Rücken es erlaubt. Weiter nach oben hoch kannst. Öffne über die Seite, lass die Arme sinken, schließ die Augen. Und nur einen Moment wieder hier stehen, nachspüren. Und du darfst starten, deinen Blick wieder aufzublinzeln. Und ich bedanke mich bei dir für diese kleine Einheit. Wünsche noch einen weiteren schönen Tag. Namaste.